Mein Name ist Christoph Wachendorf. Ich bin Teilnehmer des Junior Managers Program, ein Programm, was darauf abzielt, Hochschulabsolventen auf eine Führungslaufbahn vorzubereiten. Voraussetzung ist zum einen natürlich ein Hochschulstudium oder eine Promotion, Fremdsprachenkenntnisse, Auslandserfahrung und Führungspotenzial. Ich habe mich online beworben, ich habe an einem Telefoninterview teilgenommen, ich war am Auswahltag und ich hatte ein abschließendes Gespräch mit einer Führungskraft. Wenn man das hinter sich gebracht hat, dann bleibt eigentlich nur noch eins, auch den zukünftigen Mentor von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Die Stationen und auch die Projekte, die sind so angelegt, dass man zum einen die Möglichkeit hat, eine Vielzahl von Führungskräften kennenzulernen und zum anderen auch sehr nah an diesen Führungskräften dran ist. Dadurch habe ich gelernt, wie viele unterschiedliche Führungsstile es überhaupt gibt und hatte dazu natürlich die Chance, mir die Eigenschaften herauszunehmen, die mir am meisten gefallen haben. Ein wesentlicher Bestandteil der allen Programmen ist allerdings der Auslandsaufenthalt. Und wenn ich mich bei meinen Kollegen so umschaue, dann ist ein Aufenthalt in China, in Indien, in Südamerika oder auch in den USA nicht selten. Ich selbst habe das Programm im Werk Bamberg begonnen. Dieses Werk zählt zu einem der größten Werke im internationalen Fertigungsverbund. Bosch produziert dort Einspritzsysteme für Motoren und eines der ältesten Produkte, die Zündkerze. Nach 12 Monaten bin ich nach USA geflogen. Ich war dort für 5 Monate in einem Werk und hatte die Aufgabe, das Thema schlanke Produktion einzuführen. Ziel ist es hier, Verschwendung entlang der Wertschöpfungskette zu vermeiden und mit den Kollegen vor Ort daran zu arbeiten, dass jedes Teil so effizient wie möglich hergestellt wird. Das Projekt in den USA war sehr zeitintensiv. Trotz allem hatte ich aber die Chance, meinem Hobby nachzugehen, Reisen. Ich bin gereist an die Westküste, war dort mit Kollegen zum Skifahren. Ich bin gereist an die Ostküste und auch in den Süden. Und wieder einmal hat mir das gezeigt, dass auch im Ausland das Thema Work-Life-Balance bei Bosch einfach großgeschrieben wird. Naja, also ich habe mich immer schon für Fahrzeuge interessiert, Autos, als kleiner Junge schon. Und nach dem ersten, zweiten Praktikum beim Zulieferer und auch beim Hersteller war klar, also ich muss irgendwas mit Autos machen. Und auf das Programm selbst bin ich eigentlich per Zufall gekommen und bin dann auch relativ eben locker in diese Auswahlgespräche und Auswahltage hineingegangen und war überzeugt nach dem zweiten oder dritten Gespräch mit den Führungskräften selbst, wo ich gemerkt habe, was das für ein tolles Unternehmen ist und was einem da für Perspektiven auch aufgezeigt werden. Und dann war für mich klar, das muss ich machen. Fernsehmoderator. Mein erster Berufswunsch war, Fernsehmoderator oder Pilot zu werden.